Okay, schwierig. Ja, das wühlt den Prozess auf, das wirft zurück, das triggert Emotionen. Okay. Gut, dann weiß ich ungefähr, wo du jetzt heute stehst. Dann werden wir die E-Mail angehen. Ich führte letztes Jahr eine feste Beziehung. Durch deine Videos weiß ich, wie du über Fernbeziehung denkst. Sehr schön, dann muss ich nicht wiederholen. Es war doch eine Stunde Fahrt mit dem Auto. Ja, eine Stunde Fahrt mit dem Auto ist für mich keine Fernbeziehung. Solange man es, sage ich mal, für mein Empfinden ist es so, wenn ich die Möglichkeit habe, nach der Arbeit spontan, wenn ich es denn möchte, zu ihr zu fahren oder dass sie zu mir kommen kann. Das heißt, beide müssen die ausreichende Mobilität besitzen. Nicht, dass man immer selbst derjenige ist, der hingurkt, sondern ne, dass beide das gut hinkriegen. Wenn es im Zeitrahmen ist, so dass das halt nach einer Arbeit ohne Stress und ohne große Belastung zu schaffen ist, ist es für mich keine Fernbeziehung. Ja. Aber das bin ich. Das kann ja jeder selber sehen. Für manche ist eine Stunde schon inakzeptabel. Das ist völlig in Ordnung. Ich wollte es aber nur gesagt haben. Ne? Also ich hatte halt schon Fernbeziehungen. Da war ich in München und die Alte saß in Hamburg. Und da habe ich so einen Wahnsinn gemacht vor 25 Jahren. Das ist natürlich Unsinn. Wir lernten uns über eine Online-Plattform kennen. Ich war zuvor über 2 Jahre gewollt und glücklicher Single. Sehr schön. Wieso bist du es nicht geblieben? Und lebte die. Und wäre dir all diese Ungemach erspart geblieben? Und lebte die Red Pill ohne diese zu kennen? Da würde ich jetzt gerne erstmal kurz wissen zur Begriffsklärung, weil da werde ich immer hellhörig. Sag mir mal, was Red Pill bedeutet in einem Satz. Wie in der Schule. nee. Es ergibt sich folgerichtig daraus. Aber was bedeutet Red Pill? Welche Erkenntnis bekommt der Mann, wenn er diese hypothetische, mythische Red Pill schluckt? Was erkennt er? Nein. 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 Nee. Ja, alles, was du sagst, ist zwar richtig, weil es sich aus dieser Erkenntnis ergibt, es ist aber nicht die Erkenntnis. Weißt du? Die Erkenntnis ist, Frauen lieben anders als Männer. Besser kann man es nicht in einen Satz dampfen. Opportunistisch, idealistisch. Genau. Frauen sind hypergam, Männer sind polygam. Daraus erfolgt sich folgerichtig für den Mann, dass sein Idealismus, den er üblicherweise romantisch mit in die Liebe bringt, der falsche Weg ist. Und dass die Selbstachtung der bessere Weg ist. Dass die Konzentration auf die eigene Meisterschaft der bessere Weg ist, weil obwohl Frauen immer sagen, ich möchte, dass du mehr Zeit mit mir verbringst, wenn wir es dann tun, sind sie auch nicht zufrieden. Dann kommen sie plötzlich an und sagen uns, ja, du machst ja nichts mehr, du bist inaktiv, du hast keine Ziele im Leben, ich will einen Mann, der noch weiß, was ich was vorhat, bla bla bla. Also egal, was man macht, da ihre Ansprüche an uns, Entschuldigung, lass mich ausreden, da ihre Ansprüche an uns so wankelmütig sind und sich ständig ändern können wie die Wolken am Himmel, ist es am besten, wir kümmern uns prinzipiell erstmal gar nicht um ihre Ansprüche an uns, sondern kümmern uns um uns. Das ist der mentale Ursprungspunkt. Was als nächster Schritt automatisch dazu führt, Selbstachtung, Selbstwürde, Selbstliebe. Und seltsamerweise finden Frauen das sogar attraktiv. Es macht sie aber auch ein bisschen wuschig und frustriert sie, weil sie uns nicht mehr so leicht haben können. So, und dann müssen wir es in Balance bringen. Aber Red Pill bedeutet erstmal nur, Frauen lieben anders als Männer. Okay? Und diese Erkenntnis, noch einmal, hat eine Logik. Genauso gut könnte man sagen, gesunde Ernährung wäre eine Erkenntnis dafür, dass, was weiß ich, mehr Gemüse essen gesünder ist als nur Chips. Ja, dann könnte man sagen, das ist die Red Pill der Ernährung. Und daraus erfolgt folgerichtig aus dieser Erkenntnis, dass wir Salat essen. Aber Salat essen ist nicht Red Pill. Ja, es ist die Erkenntnis, dass es besser ist. Über 2 Jahre gewollt ein glücklicher Single. Du hast mich eben kurz unterbrochen. Ich habe dir den Saft weggenommen. Insofern willst du mir unbedingt noch was sagen oder kann ich weitermachen? Genau. Genau. Du hast das Verhalten, was daraus sich ableitet. Ne, wichtig ist für mich wirklich, die Begriffe wirklich zu schnaggeln. Also was du gemacht hast, war den mentalen Ursprungspunkt zu leben, was Frauen dann vielleicht sagen würden, du bist so egoistisch, du denkst nur an dich, la la la, oder der weiß was ich, was ist das Modewort? Der Narzisst vielleicht, all dieses ganze Zeug, finden sie lustigerweise attraktiv, aber wie gesagt, das war kein Red Pill-Verhalten. Red Pill-Verhalten gibt es nicht. Red Pill ist eine Erkenntnis. Alles, was daraus folgt, okay, können wir drüber reden. Aber Red Pill ist erstmal keine Handlung, sondern nur eine Erkenntnis, eine neue Sichtweise, die aber so tiefgreifend ist, dass es dir nicht möglich ist, wieder das Alte zu glauben. Deswegen mein Beispiel, was ich gerne nehme. Das Kind merkt, der Weihnachtsmann ist ja Onkel Harry. Ja.
Also gibt es keinen Weihnachtsmann. Ich wurde die ganze Zeit belogen. Und das Kind kann jetzt also nicht mehr so tun, okay, es ist doch nicht Onkel Harry, es ist der Weihnachtsmann. Und genauso ist es für uns. Frauen lieben anders. Diese Erkenntnis ist nicht rückgängig zu machen, deswegen ist es wie eine Form von Erwachen. Frauen lieben anders. Diese Erkenntnis ist nicht rückgängig zu machen, deswegen ist es wie eine Form von Erwachen. Du hattest gute Arbeit, machtest Sport, mir fehlte es quasi an nichts und ich war relativ glücklich. Meine Ex kam mit einem immensen Karacho in mein Leben. Nach dem Nummerntausch, Schreiben und Telefonieren machte sie schnell, etwas zu schnell. Klar, dass sie eine Beziehung mit mir will. Sehr schön, sehr schön. Sie machte schnell, aber zu schnell klar, dass sie eine Beziehung mit mir will. Das ist immer verdächtig bei Frauen. Immer verdächtig. Dann denke ich, na, na, na. Warum will die das so schnell? Wo ist ihre rote Flagge? Da läuft schon die Alarmanlage. Machen wir mal kurz weiter. Ich war von ihrer Art und ihrer Durchsetzungskraft sehr beeindruckt. Ja, kann ich mir vorstellen, weil eine Frau, die uns sagt, boah, bist du toll. Ich will dich, ich will eine Beziehung. Das ist das maximale Lob. Und das kriegen wir von Frauen selten. Von Frauen kriegen wir meistens Shit-Tests oder einen Korb oder Flakes oder werden vertröstet. Und plötzlich taucht da eine auf und sagt, hey, du bist einfach klasse. Und das ist was Schönes. Ja. Und doch bist du jetzt hier bei mir. Obwohl es dich wirklich gibt. Na, so etwas. Da sehen wir. Wir gehen immer mit unseren Projektionen und Illusionen durch die Gegend. Schauen wir mal weiter. Ich war von ihrer Art und ihrer Durchsetzungskraft sehr beeindruckt, fuhr aber einen Gang zurück, weil sie für meinen Geschmack mit der Türe ins Haus fiel. Plötzlich stand sie vor meiner Haustüre. Als alles ging dann trotzdem schnell, für mich war es eine komplett neue Situation. Ne? Für jeden wäre es eine sehr erfreuliche, aber auch ein bisschen überwältigende Situation, kann ich mir gut vorstellen. Sie hat zwei kleine Kinder, aber das funktionierte besser als gedacht und ich selbst keine Kinder, ging voll in der Familienrolle auf. Single Mom, über ein halbes Jahr und da haben wir vielleicht schon den Grund, wieso sie dich so gelovebombt hat. Weil sie eine Single Mom ist. Ansonsten wäre es nicht nötig gewesen. Über ein halbes Jahr hatten wir eine super Beziehung. Warte mal, wie alt ist die? Das hast du mir nicht gesagt. Wie? 31. Na, es wird langsam Zeit für sie, ne? Über ein halbes Jahr hatten wir eine super Beziehung, obwohl es eine Fernbeziehung blieb. Es kamen aber auch merkwürdige Dinge dazu, die auf psychische Probleme bei ihr hindeuteten. Ja gut, Frauen sind merkwürdig, deswegen sind sie vielleicht psychisch krank, aber ich bin gespannt. Die Mail ist jetzt wirklich für mich wie so ein Überraschungsei. Und auch andere Sachen, die mich mehr und mehr belasteten. Auf ihrer Seite ein paar tausend Euro Schulden ohne Gegenwert. Eine lebhafte Vergangenheit in der Drogenszene, um Himmels Willen. Wann hast du das alles erfahren? Stück für Stück, ne? Hat sie nicht auf Tinder geschrieben, ne? Ja. Komisch. Ja. Scheiße, ja. Also erst Lovebomben. Hey du, ich bin eine Single Mom, aber ich bin total gut. Und ich habe auch gar nichts gegen die Kinder. Du darfst es bitte nie falsch verstehen. Ich hoffe, du kennst meine Beiträge zu Single Mom. Also da habe ich ja einen, der relativ neu ist. Darum geht es mir nicht. Das heißt nicht, dass es eine schlechte Frau ist, nichts dergleichen, aber es bedeutet, man bindet sich. Und wir wollen mal schauen später, vielleicht steht es in der Mail, ob du dich sehr an die Kinder gebunden hast. Wollen wir mal gucken. Verrat's nicht. Kein Spoiler. Bitte nicht, es ist zu spannend. Bitte lass es mich genießen. So. Aber was sie halt nicht auf Tinder schreiben, ist nicht, ich habe so und so viele Schulden. Ich habe eine lebhafte Vergangenheit in der Drogenszene. Und mein Ex-Freund ist ganz schön schwierig. Und der Vater meiner Kinder. Also mindestens eines dieser Kinder. Eine Borderline-Diagnose und der Hang zu schwerwiegenden Entscheidungen aus der Emotion heraus zu tätigen. So, und das wäre der Moment gewesen, wo ich meine Zahnbürste nicht mitgenommen, ich hätte sie einfach da gelassen. Ich wäre gerannt. Gut. Trotzdem war die. Du darfst mich unterbrechen im Übrigen, ne? Nicht vergessen. Ich bin gut, wunderbar, sehr schön, höre ich gern. Siehst du, das ist auch Lovebombing, du lovebombst mich, ich finde es voll gut. So, trotzdem war die Liebe und der Entschluss, bei ihr zu bleiben, von meiner Seite her da. Tja, und das ist die idealistische Liebe. Da haben wir sie gefunden, da ist sie in einem schönen, güldenen Satz. Trotzdem war die Liebe und der Entschluss, bei dir zu bleiben, von meiner Seite aus immer da. Das könnte Grönemeyer sein. Oder noch schlimmer, irgendwie so ein Schlagerfuzzi. Grönemeyer mag ich eigentlich. So. Und da steckt es eben drin, dieses Ich bin für dich da, du hast eine schwierige Vergangenheit, egal, ich schaffe es, dass für dich jetzt alles anders wird. Wenn du als Mann solche Schulden gehabt hättest, eine schwierige Ex, eine Diagnose mit schwerer psychischer Erkrankung, mit sprunghaften emotionalen Verhalten, all das hättest du höchstens die Ludmilla von der Bahnhofstanke bekommen, die 300 Kilo auf die Waage bringt. Bestenfalls. Und selbst die hätte sich irgendwann von Karl-Heinz
dem Lastwagenfahrer, der einmal in der Woche kommt, durchbügeln lassen, weil sie es selbst mit ihr kaum aushält. Aber wir Männer machen das. Wir Männer nehmen so einen Wrack, ja, und verlieben uns. Und wir suchen die schönen Dinge. Und heute im Beitrag habe ich es gesagt, ich verwende es einfach mal. Ich benutze es für dich jetzt auch. Wir tun so, als wäre das alles nicht sie. Die Drogen, Vergangenheit, Drogenszene hat mit ihr nichts zu tun. Die Schulden hat mit ihr nichts zu tun. Schwieriger Ex-Freund. Ja, das ist ja er, ne? Das liegt nicht daran, dass sie den Typ ausgewählt hat und mit ihm sogar Kinder gezeugt hat. Es ist ja alles seine Schuld. Nichts davon, Borderline-Diagnose, kann das arme Mädchen nichts für. Ja, im gewissen Sinne kann sie nichts dafür. Es geht nicht um Schuld. Aber es geht darum, sie ist das alles. Das alles gehört zu ihr als Person. Sonst hätte sie das nicht. Fertig. Jemand, der seinen Scheiß zusammen hat, hat nicht so viel Schulden. Fertig. Oder es passiert was wirklich Schreckliches wie eine Naturkatastrophe. Ist ja in Ordnung, ne? Die Leute im Ahrtal möchte ich damit nicht. Das ist eine andere Situation, höhere Gewalt. Aber hier sieht's crazy aus. So. Gut. Also, da haben wir die idealistische Liebe. Auch hier hat mein Red Pill-Verhalten gehalten. Ich glaub's nicht, weil wenn du Red Pill-Verhalten gehabt hättest, dann hättest du die Red Pill schon genossen und dann hättest du dich niemals auf das eingelassen. Insofern gibt es hier kein Red Pill-Verhalten. Du hast Alpha, du warst vielleicht dominant, du warst selbstbewusst, du warst unbekümmert, du hast immer noch deinen Scheiß gemacht, hat aber nichts mit Red Pill zu tun, weil Red Pill datet keine Single Mom mit paar hunderttausend Euro Schulden und Drogenvergangenheit. Unmöglich. Da gibt es ja manche, die sogar sagen, ja, genau. Deswegen will ich aber nur sagen, es gibt kein Red Pill-Verhalten an diesem Punkt. So, obwohl ich natürlich beziehungstechnisch Umstellung machte, ließ ich mich von Basics, Freunden, Hobbys nicht abbringen. Sehr schön. Auf künstliches Drama, an dem ich nicht schuld war, ließ ich mich nicht mit ein. Und als dann die Forderung ihrerseits bestand, dass sie mit den Kindern Sack und Pack zu mir ziehen will, natürlich. Natürlich, du bist ihr letzter, einer der letzten Möglichkeiten, noch ihren Scheiß zusammenzukriegen mit einem Mann. Sie wird immer älter. Ja. Das ist Panik. Also es klingt so wie eine Frau, die Titanic verlässt und du bist das Boot. Ach du Scheiße, sie hat es auch so gesagt. So ähnlich, na gut. Um dich aufzuwerten. Genau, richtig. Genau, es klingt besser, aber weißt du, es ist wie ein Shitburger. Da ist ein Brot oben, Brot unten und zwischendrin sieht es aus wie eine Frikadelle, ist aber trotzdem Shitburger. Sie hat wahrscheinlich so etwas gesagt wie: Du bist der Hafen, bei dem ich schon immer anlegen wollte. Du bist der tolle Fels in meinem Leben. Ja, aber die Motivation ist Panik und Angst, mit diesem Gepäck, was sie hat, nirgends landen zu können. Und tatsächlich wünsche ich dieser Frau alles Glück der Welt, ist mein absoluter Ernst. Zufriedenheit und so weiter. Aber vor allen Dingen muss sie erstmal ihren eigenen Scheiß irgendwie hinkriegen. Aber Frauen sehen es meistens nicht ein, die nutzen dann Männer zur Problemlösung. Ach, ich kann nicht alleine umziehen, Mann. Wer bringt mir die Lampe an die Decke an, Mann? Ah, ich habe Geldsorgen, ich suche mir einen reichen Knacker. Ne, Frauen brauchen Männer, um ihre Probleme zu lösen. Und wenn sie dann gelöst haben, legen sie uns Männer wieder ab wie ein Werkzeug. Pack hinziehen. Habe ich für mich den Entschluss gefasst, dass ich aus Eigenschutz die Beziehung lieber beenden will? Weil es mir ehrlich gesagt, ich glaube, da ist doch eine kleine Red Pill vorhanden. Du bist so, keine Ahnung, wo du die herhattest. Vielleicht hast du die mit dem Fahrtwind aufgenommen. Aber schon ganz nice, dass du da panisch wurdest, weil es mir ehrlich gesagt nicht mehr gut ging. Beschreib mir, wieso ging es dir nicht mehr gut plötzlich, weil davor war ja noch alles easy. Sehr gut, ja. Genau, eindringen in deine Welt, kippen deiner Welt. Fast Panikattacken. Ja. Ich verstehe. Ja, es ist ja wie eine, sich an wie eine Erpressung. Ich will bei dir einziehen, ne? Und du denkst alles nur das nicht, weil ich merke, die Frau ist eine Belastung für mich, ist ein Riesenrisiko, ich muss für die Kohle dann aufkommen, ich muss mich um die Kinder kümmern, am Ende waren sie aber trotzdem nie meine. Und was ist, wenn der verrückte Ex mal wieder vor der Tür steht? All das, und das ist eine Panikreaktion, das ist ein Bauchgefühl und das ist zu respektieren. Weißt du, wenn unsere Vorfahren, manche, nicht Angst vor Feuer entwickelt hätten, würde es uns vielleicht gar nicht mehr gehen, weil sie immer gedacht haben, oh, es ist schön warm, ich spring mal rein. Ja. Also insofern ist so eine Reaktion, das hat schon einen Grund und das ist ja das, was ich Bauchgefühl nenne. Wir müssen ja auf unser Bauchgefühl hören, wenn da Alarmanlagen bimmeln. Wenn sich etwas nicht mehr gut anfühlt, kann es nicht der mentale Ursprungspunkt sein, also unser eigener. Es ist unmöglich. Es geht nicht, sonst würden wir nicht so ablehnend reagieren. Dann kommt natürlich Rationalisierung häufig bei Kerlen, nämlich: Ich muss Ehre haben. Was bin ich für ein Mann? Und sie hat ja recht, wenn sie sagt, kannst du dich nicht um die Kinder kümmern, als wären es deine eigenen? Guck mal, wie lieb sie dich haben. Also etwas wird uns umherum aufgebaut. Nur so ein paar Akten, Ordner an Argumenten, um uns doch wieder da hinein zu schämen. So, außerdem fiel mir auf, dass sie künstlich Situationen erzeugte. Extremische Tests.
Hast du ein Beispiel für diese extreme Shit-Tests? Oh Gott. Wieso? Aha. Und den hat sie gerufen, oder was? Okay. Ja. Okay, gut. Und das ist ihre Aufgabe. Sie ist eine Frau, das machen die alle. So, Punkt 1. Ja, also das war ein Shit-Test, da gebe ich dir recht. Das war ein Shit-Test, okay? Weil sie deine Konkurrenz abgeklopft hat, aber wenn du irgendwie ein Verrückter aus der Vergangenheit an der Haustür steht und sie Hilfe sich wünscht, ist es erstmal kein Shit-Test. Aber ein Shit-Tester wird deine Konkurrenz erstmal getestet, wie, oder überhaupt, also mit den Schuhen nehme ich dich eigentlich nicht mit, ey, so, pff, was sollen meine Freundinnen denken? Also das sind eher Shit-Tests, wo deine Resilienz, deine Männlichkeit geprüft wird. Vielleicht hat sie dich absichtlich in eine Situation gebracht, um zu schauen, wie du reagierst. Aber das ist vielleicht eine Wortklauberei. Ne? Das ist, ich will nicht zu lange drauf rumreiten. Jedenfalls, das, was wirklich bleibt, ist, das sind Situationen, machen wir es ganz einfach, und das reicht auch schon. Das sind Situationen, in die sie dich gebracht hat, die du in deinem Leben nicht brauchst. Punkt. Dein Leben sollte meiner Meinung nach eine dramafreie Zone sein. Diese Frau bringt Drama mit irren Drogenfreaks in dein Leben und das ist deiner unwürdig. Da würde ich mir echt Gedanken machen, was ist mit mir los, dass ich so eine Drogenalte abkriege, die mir diese ganzen Junkies in die Bude holt. Weißt du? Das ist irgendwie so, boah, weg, weg damit. Natürlich. Andererseits mit einer Frau mit dieser Vergangenheit, wenn die hier einen Junkie-Fuzzi hatte, der ihr Kinder gemacht hat und noch andere Junkie-Freunde hat, die vielleicht auftauchen, da kann ja Gandalf vorbeilaufen und sie hält ihn für einen Chippendale. Also im gewissen Sinne, klar, wir wollen das hören, aber ja, das muss natürlich in Zukunft ausgeschlossen werden. So ganz einfach so, diese ganze Drogenkacke, da wäre ich sofort raus gewesen. Ich sage, du, es tut mir wahnsinnig leid, ich habe schlechte Erfahrungen mit so etwas. Das Problem ist, natürlich machen sie erst Werbung, ist ja wie Leute, die dir Gebrauchtautos verkaufen. Na, erst die Autos werden gewaschen, die werden dahingestellt, gibt's ein schönes Preisschild, yeah, billig, heruntergesetzt, groß, flash, rote Sachen, genau wie auf Tinder, wird angepriesen, nur die positiven Sachen, bis du eine Bindung aufgebaut hast und dann kommst du nicht mehr raus, wie aus der Mafia. Bist du einmal in der Mafia drin, lassen sie dich nicht mehr raus. Ja, dann die große Veränderung aus, kommt noch, oh, jetzt kommt noch die Mafia, geil. Dann die große Veränderung aus Frustration darüber. Ja, warte. Ja, kein Spoilern. Ich lese weiter, okay? Aber da vorne, da war noch etwas. Ich glaube, ich habe ein bisschen was übersprungen. Genau. Auch stellte sie Personen und deren Verhalten so hin, wie sie es brauchen konnte. Alle anderen sind an ihrer Situation schuld, nur sie nicht. Das ist der Solipsismus der Frauen. Sie sind nie verantwortlich, sie sind nie schuld. Es ist immer das Patriarchat, es sind Männer, es sind der Vater, es ist der Ex, es ist Ihre Wahrheit ist die einzig relevante, wahre Wahrheit. Und wenn ihre Wahrheit ist, du bist schuld, bist du schuld. Fertig. Das ist so. Feierabend. Und nur wenn es eine wirklich sehr gute Frau ist, die gut erzogen wurde, von guten Eltern, die ihr diesen ganzen Prinzessinnen-Scheiß nicht eingeredet haben, dann womöglich hat sie die Fähigkeit zu sagen, so, ja, okay, tut mir leid. Ja, aber nur dann. So auch, dann sind wir da durch. Dann die große Veränderung aus Frustration darüber, dass ich sie auf eine Veranstaltung von der Arbeit nicht mitgenommen hatte, fuhr sie zu einer Geburtstagsfeier und als sie zurückkam, war sie komplett anders. Düdüm, ja, verliebt, verknallt, wurde angefummelt oder hat sich bumsen lassen oder hat jemanden eingeblasen. Eine komplette Verhaltensänderung ist extrem auffällig. Rote Flagge. Ich merkte, dass was nicht stimmt. Da ist wieder das Bauchgefühl. Und sie meinte, dass etwas an meinem Verhalten sie negativ triggern würde. Siehst du, und da haben wir es wieder. Du bist schuld. Sie mich liebt, aber eine emotionale Mauer aufgebaut habe und die nicht weggeht. Klar ging die nicht weg. Genauso wenig wie der Pimmel von dem anderen Typ in ihrer Hand oder was auch immer das war. Mag sein, aber das Verhalten, welches sie nun an den Tag legte, kannte ich sehr gut von einer abgeschlossenen Beziehung, in der ich betrogen wurde. Düdüm. Es ist immer dasselbe. Sie war ständig am Handy. Das Handyverhalten wird geändert. War zunehmend abweisend, wollte keinen Kontakt mehr. Es ist immer dasselbe fucking Drehbuch. Wie in einem Western. Erst kommen die Indianer, am Ende brennt der Planwagen. Es ist immer dasselbe. So, abweisend, wollte keinen Kontakt mehr. Noch dazu eine merkwürdige Sprachnachricht von der Party, die man so verstehen kann, dass sie mich betrogen hatte. Ja, hier müsste eigentlich die E-Mail enden und nur noch stehen und dann habe ich sie verlassen und seitdem lebe ich glücklich bis in alle Zeiten. Aber nein, die Mail geht weiter. Ah, der idealistisch liebende Mann hat nicht Schluss machen können. Plötzlich wurde ich der Blue-Pill-Typ nach allen Charakteristika. Das, ja, weil du nie anders warst als Blue-Pill. Nur du wurdest halt nicht so, du wurdest nicht umgeschubst.
Du musst es nicht beweisen, dass du dem standhalten kannst, in Anführungsstrichen gehen kannst, wenn es sinnvoll ist. Jetzt wird dir halt die Rüstung ausgezogen, weil sie gefunden hat, wo die Schnallen sind. Jetzt bist du schwach. Plötzlich wurde ich der Blue Pill-Typ nach allen Charakteristika, dass ich die Beziehung beenden wollte und weswegen hatte ich komplett vergessen. Ich bin ihr nachgelaufen. Geschenke, unterwürfiges Verhalten. Mir ging es mies. Ich fühlte mich machtmittellos, war komplett ohne Energie im Kopf, nur bei ihr. Sah ständig aufs Handy, wo ich sehen konnte, dass sie ständig online war. One-Itis, die alte Sau, besessen von dem übelsten Satan, den wir Männer mit uns rumschleifen können. Ihre Geburtstagsfeier durfte ich dann noch für sie machen. Oh, es tut mir leid. Im betrunkenen Zustand gestand mir ihre damalige beste Freundin, dass noch wer anderer sei. Auch das hat mich unbeirrt weitermachen lassen. Ich bin nicht gegangen. Männer, ihr müsst lernen, gehen zu können. Wenn ihr in solchen Situationen nicht geht, werdet ihr Deals mit dem Teufel unterschreiben und es führt euch in den tiefsten Abgrund. Ihr müsst gehen können. Dann irgendwann kam eine WhatsApp, in der sie die Beziehung beendete. So, jetzt hat sie auch noch diese Aufgabe zu erledigen, es zu beenden, was natürlich für sie nochmal so doof ist, weil sie denkt, meine Herren, was ich alles machen konnte, und jetzt muss ich auch noch Schluss machen. Weißt du? Egal, ich konnte machen, was ich wollte, ich muss auch noch Schluss machen. Das ist ja eigentlich bizarr. Eigentlich hätte sie erwarten können, oh, hoffentlich kommt es nicht raus, denkt sie zuerst. Aber dann merkt sie, selbst wenn es rauskommt, ist es irgendwie egal. Und dann sinkt der Respekt sukzessive immer weiter, weil du keine Grenzen mehr hast. Du bist ein Schwamm. Genau. Das Verhalten ist die Botschaft. Man merkt es am Verhalten. Genau. Ja, selbstverständlich, weil, genau, das hättest du mir gar nicht sagen müssen, weil das ist die Folge. Wenn eine Frau erstmal den Respekt vor dem Mann verliert, ist der Mann für sie kein Mann mehr. Der hat auch keine Menschenrechte mehr. Weil er sich ja entwürdigt. Ein Mann, der sich entwürdigt, ist für sie lästig, abscheulich, unangenehm. Sie möchte nicht assoziiert werden mit einem Mann, der so ist, wie wir dann, wenn wir in der One-Nighters jämmerlich dahängen. Mit uns wird Schluss gemacht, obwohl wir offensichtlich betrogen wurden und wir genügend Beweise gesammelt hatten. Trotzdem blieben wir da. Und das ist unerträglich. Wir sind wie Egel, Blutegel oder irgendetwas. Wir sind aber keine Männer mehr. Wir sind keine Männer mehr. Du kannst einen Penis haben, kein Problem. Es kann auch alles funktionieren. Aber für sie, mental, wurdest du erkannt von ihren Instinkten als jemanden, mit dem sie sich auf gar keinen Fall paaren will mehr. Deswegen bist du kein Mann mehr. Frauen haben keine Zeit. Bei diesen ganzen Schwänzen, die um sie herum wedeln, haben sie keine Zeit für Betas. Nur wenn sie nützliche Idioten sind. Dann wirst du gerufen für den Umzug. Ich legte alles ab und ging in die Akzeptanz. Sehr gut. Jetzt kommt so dieser Moment, wo so die Rocky-Musik im Hintergrund läuft, wo er durch Philadelphia joggt, oder? Ich legte alles ab und ging in die Akzeptanz. Und jetzt kommt Sport, Motivationsaufbau, Blick nach vorne. Meine Ausgangslage war auch nicht schlecht. Trotzdem baute sie wöchentlich Kontakt zu mir auf. Das ist schwierig. Dann wird die Rocky-Platte wieder runtergenommen vom Plattenteller und ist sehr gut. Ja, geil, geil. Mega gut, mega gut. Aber nicht in dieser Trennungssituation. Du hast vorher schon angefangen, oder? Oder wann? Geiler Scheiß, ja. Das ist eine Testosteronpumpe. Anderen Kerlen auf die Fresse hauen, selbst auf die Fresse zu bekommen. Das, keine Ahnung. Oder? Ich werde es verwenden. Ich werde es verwenden, nicht nur schwere Scheiße heben, sondern Leute, überlegt euch, ob ihr boxen gehen wollt. Das gefällt mir. Das gefällt mir. So, am Anfang komplette Schuldumkehr und Schlechtreden vor allem, was war. Logisch. Auch von meiner Person und dem, was ich in meinem Leben machte. So, das heißt, sie baut wöchentlich Kontakt mit dir auf, um dich noch schlecht zu reden. Da hätte ich sie schon blockiert. Unmöglich. Inakzeptabel. Ja. Gut, aber nichts davon hat etwas mit dir persönlich zu tun. Ja, klar, ja, weil du bist hilflos, betaisiert, du telefonierst mit dieser Frau stundenlang und ziehst sie ihre Realität rein, du betrittst ihren Frame. Und wenn du den Frame einer Frau betrittst, die dich verlassen hat, dann ist es lebensgefährlich für Männer, meiner Meinung nach. Lebensgefährlich. Es sind Männer, die irgendwann mal glauben, dass sie der letzte Dreck sind. Und ein Mann, der glaubt, dass er der letzte Dreck ist, versucht vielleicht, sich das zu Leben zu nehmen und gegen den Baum zu fahren. Ja, also ich coache Leute, ja, die Suizidversuche unternommen haben, wegen so einer Rotze. Deswegen sage ich das nicht ohne Grund. Sowas ist lebensgefährlich für Männer. Ja, übel. Ich fühlte mich schuldig, da haben wir es. Ne? Wird man noch in die blaue Schuld reingetrieben und so weiter. Und das ist eine Frau, die unhinged ist, wie man im Englischen sagt, also ungebremst dich nutzt, um ihre Emotionen an dir abzuarbeiten, ihren Frust, ihr Unglück,
Das, guck mal, die anderen Typen waren es doch dann auch nicht. Und deswegen so, wieso, eigentlich übersetzt das alles in, ich wäre mit dir zusammengeblieben, wenn du nur Manns genug gewesen wärst. Das heißt, erst verlässt sie dich und dann bist du sogar auch noch schuld, dass es ihr schlecht geht mit der Trennung, weil sie eben nicht den Prinz von Mombasa jetzt in Dubai sitzen hat, in seiner Yacht, weil der eben nicht auf eine Single Mom mit Drogenvergangenheit wartet und ein paar hunderttausend Euro Schulden. Das tut der liebe Prinz nicht. Also trifft sie halt auch nur auf kaputte Existenzen. Oder? Genau richtig. Okay, gut. Hätte ich nur dies und das getan, hier, da steht's. Fühlte mich unter meinem Wert geschlagen. Eine Kontaktsperre ließ sie nicht zu. Ja, weil du eine Funktion für sie hast. Du hast eine Funktion, ihren Frust an dir auszulassen. Und diese Funktion müssen wir ihr nehmen, weil was ist nicht vorhanden in ihr für dich? Du bist ein gelehriger Schüler, sag's mir. Was ist es nicht? Nein? Authentisch echtes Begehren. Wenn kein authentisch echtes Begehren von der Frau uns entgegenkommt, Interesse, positive Zugewandtheit, gibt es keinen Grund, mit ihr in Kontakt zu gehen, außer sie hängt an der Hotline, bei der Telekom und wir haben kein WLAN. Ansonsten müssen wir mit der Frau überhaupt nichts zu tun haben. Weißt du, also wenn es irgendwelche außerweltlichen Dinge zu tun hat, die sie nicht als Frau adressieren, sondern als Hotline-Frau oder als Frau in der Bäckerei, logisch treten wir mit denen in Kontakt, selbstverständlich. Aber wir treten nicht mit einer Frau in Kontakt, weil wir romantische Gefühle für sie haben oder entwickeln wollen oder da irgendwie irgendein geschlechterdynamisches Ding aufbauen wollen, wenn sie uns behandelt wie Dreck. Jede weitere Sekunde, die du einer solchen Frau schenkst, ist ein Schlag, den du dir bitte ab jetzt sofort dir selbst in die Fresse hämmerst. Weil das richtig dummer Scheiß ist, sowas wird nicht gemacht. Das ist Selbstabwertung. All das, was hier passiert, weil ich den Männern die Verantwortung gebe. Niemand hat dich da reingepeitscht. Da kam nicht die Polizei und hat gesagt, du musst mit dieser Frau zusammenbleiben. Die Selbstverantwortung ist radikal bei Männern. Wir müssen diejenigen sein, die sagen, und so nicht Jacqueline, Sandra, Ulrike. Das lasse ich nicht mit mir machen und ich gehe. Und je länger du bleibst, jeden Moment hast du dir selbst zu verdanken. Das ist die absolute Selbstverantwortung, die wir ausüben müssen. Wenn wir Frauen es gestatten, uns zu schlagen, werden sie uns schlagen, bis wir nicht mehr können. Das heißt, wir müssen gehen. Ganz einfach. Dann eine Woche vor Weihnachten ein verzweifelter Anruf von ihr, ich solle alles überdenken und mit ihr neu anfangen. Klar, weil sie keinen anderen hatte und vor Weihnachten ist sie einsam. Das ist alles so durchsichtig. Sie liebe mich, aber wolle erst im neuen Jahr mit mir neu beginnen. Klar, noch ein bisschen hier, damit sie für einen Weihnachtsbaum einen Affen hat, den sie drunter setzen kann, aber dann noch mal ein bisschen Zeit hat für die Silvesterparty, die sie womöglich... Na, warte mal. Aber gib mir einen Tipp, bin ich auf der richtigen Spur? Ein bisschen, nicht ganz. Ah, verdammt nochmal. Gut, dass ich kein Geld draufgesetzt habe. Nicht ganz, ich bin gespannt. Sie liebe mich aber wohl, ja. Mann, war ich blöd. Weihnachten verbrachte sie bei ihm. Ah, da war ja der. Und auch die ganze Woche inklusive Posting, wie fantastisch alles sei. Das hat mir dann gefühlt das Rückgrat gebrochen. Das heißt, Posting wo? Instagram, Facebook, wo? Du bist ja auch noch auf Facebook gefolgt. Du bist also dappisch. Wie sagt man dappert bei euch? Keine Ahnung. Also das ist... Deppert. Das hat mir dann gefühlt das Rückgrat gebrochen. Auch das hast du... Tut mir leid. Wenn du ins Kino gehst, wird's nach Popcorn riechen. Okay? Wenn du in Zirkus gehst, sind da Clowns. Kritisiere nicht den Clown dafür, dass du immer wieder in den Zirkus gehst. Ja? Das ist ganz einfach. Man darf nicht hingehen. Man darf es sich nicht angucken. Man darf es sich nicht anhören. Keine geistige Energie, keine Aufmerksamkeit dahin lenken, weder digital noch real, niemals. Weil diese ganze Demütigung, das gebrochene Rückgrat hast du dir abgeholt. So, denn ich hatte wieder Emotionen und Hoffnung aufgebaut. Das passiert dann. Das ist folgerichtig. Das sind immer die nächsten Schritte, die passieren. Ne? Wir bleiben da. Und um da bleiben zu können, weil wir ja nicht völlig wahnsinnig sind, brauchen wir Hoffnung. Wenn wir keine Hoffnung hätten, könnten wir nicht da bleiben. Du wärst nicht da geblieben, wenn du keine Hoffnung gehabt hättest. Also musst du Hoffnung erzeugen. Ich muss nur lang genug warten. Sie wird sich für mich entscheiden. Ich höre jetzt Coach Micha. Und er sagt ja mir 3-4 Zaubersprüche und die muss ich mir nur merken und dann klappt das schon. Ja, so ist es halt nicht. Vorhalt des Postings meinte sie, dass das nur ein Freund sei. Das ist nur ein guter Freund. Genau zu dieser Zeit wandte sich oben erwähnte Freundin an mich, die da erst besoffen war, jetzt war sie vielleicht ein bisschen nüchtern, und gestand mir, dass das seit besagter Party so laufe, sie mich nur zappeln ließ und die Entscheidung schon damals gefallen sei. Ja, der nützliche Idiot, useful idiot im Englischen. Zu einer emotionalen Nachricht habe ich mich dann hinreißen lassen. Es wird immer schlimmer mit ihr. Zu einer emotionalen Nachricht habe ich mich dann hinreißen lassen. Die Feiertage und Neujahr waren der Horror. Mittlerweile hatte ich 14 Kilo abgenommen, naja, immerhin etwas, und war im Hirn nunmehr kaputt.
Trotzdem, ja, es ist eigentlich alles nicht witzig, aber natürlich möchte ich dich ein bisschen aufheitern, ne? Sehr schön. Mach mal weiter. Da kommt ja noch was. Trotzdem und zum zweiten Mal versuchte ich Ruhe zu finden und mich über die Dinge zu stellen. Was mich aber an meiner eigenen Zurechnungsfähigkeit zweifeln lässt, Doppelpunkt, obwohl ich wusste, welche Katastrophe sie ist und obwohl alles eindeutig erschien, Mann, du schreibst gut, du kannst ein Buch machen, vermisste ich sie und wollte sie noch immer zurück, auch als ich bereits andere Frauen für mich zu interessieren begann. Na, das ist die abgelegte Demütigung. Das ist die One-Itis. Wenn die einmal in uns im System drin ist, ist sie wie ein Virus von, als hätte uns irgendeiner hier Ransomware aufs Handy gespult. Ne? Man kriegt es nicht runter, ständig ploppen da die Fenster auf. Ne? Kraftsport und Boxen jeden Tag in der Woche, Pflege des Freundeskreises, Dates, Hundesport, Selbstfürsorge. Ich machte und mache das volle Programm. Doch das Staccato an Kontaktaufnahmen riss bis letzte Woche nicht ab. Jetzt kommt's. Ab, nicht spoilern, Alter. Liebesbekundung und Herz ausschütten. Es gibt keinen anderen und sie leide wegen der Situation. Die Hure. Die verlogene Hure. Dass sie mich liebt, die weiß gar nicht, was Liebe ist. Punkt 1. Die weiß es nicht. Sie benutzt es fahrlässig. Man sollte es ihr verbieten. Ich liebe dich, aber ich kann nicht. Nee, dumm. Wer liebt, kann. Fertig. Das ist ganz einfach. Wer liebt, will. Wer liebt, kommt. Wer liebt, ist da. Wer liebt, hilft. Wer liebt, unterstützt. Wer liebt, sagt, du bist krank, ich koche dir eine Suppe. Wer liebt, sagt, ich freue mich so, wenn du kommst. Und nicht, ich kann jetzt nicht. Das ist Bullshit. Authentisch echtes Begehren wollen wir. Alles andere ist Dreck, hat mit Liebe nichts zu tun. Kommt mir vor wie dein Kommentar zur Mafia. Ja, damals, genau. Ne? So, sie zieht dich wieder rein. Ne? Wie in dem Paten. Ne? Ich will raus und sie ziehen mich immer wieder rein. Ihre Nummer löschen finde ich kindisch. Bin ich mir nicht sicher. Weil bei dir würde ich jetzt erstmal mal schauen, was noch kommt. Hätte ich gedacht, dass es bei dir tatsächlich... Ich bin da sehr dramatisch, da geht's bei Männern um Leben und Tod. Und es ist mir scheißegal, was es kostet, sich von ihr zu befreien. Wenn sie es kindisch findet, meine Güte, die hat schon so viel über dich gefunden. Befreie dich von dieser Frau. Da würde ich sagen, wenn es einem irgendwie schwerfällt, mit diesem Rotz umzugehen, den man da immer wieder geballert wird, die hätte ich sowas von blockiert. Spätestens dann in dieser Situation aus Selbstschutz. Guck mal, du schreibst um Selbstfürsorge und schämst dich selbst mit, ich finde es kindisch, ihre Nummer zu löschen. Das ist nicht Selbstfürsorge. Selbstfürsorge ist, ich schaffe es nicht, ich halte es nicht aus. Die geht mir auf den Sack, ich muss mit einem Coach telefonieren. Ja, das bedeutet ja auch, dass es dir schwerfällt, dass es dich anrührt. Gut, ich weiß, die E-Mail geht noch weiter. Vielleicht kommt ja noch eine Auflösung. Aber hier hätte ich gesagt, so logisch, löschen, blockieren. Weil diese Frau ist nicht zurechnungsfähig und sie bringt Unruhe in dein Leben, ruiniert deinen Garten, pisst dir auf dein Floß, holt drogensüchtige Fuckboys auf dein Floß, schubst dich runter, du musst hinterher schwimmen. Was ist das für eine Kacke? Was ist das für eine Scheiße? Mit Liebe hat es nichts zu tun. So, aber du schreibst trotzdem, ja, aus irgendeinem Männlichkeitsding wahrscheinlich auch raus, so falsch verstanden, wie ich finde. Ihre Nummer löschen finde ich kindisch. Ich habe ihr auch beim letzten Mal klipp und klar gesagt, dass es keine Beziehung mehr geben wird. Ich die guten Momente in Erinnerung behalten will. Blech. Kommt mir das Kotzen. Wie gesagt, läuft es bei mir eigentlich sehr gut. Sogar ein neuer Job, den ich, eine neue Frau ist auch in mein Leben gekommen, aber das gehe ich langsam an. Ja, langsam, 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 alles langsam, bitteschön. Die Frauen müssen arbeiten dafür. Sie müssen diejenigen sein, die sagen, ach komm, lass uns mal, willst du nicht? So, von denen muss immer ein bisschen mehr Energie ausgehen als von dir. Was passt nun nicht? Ich vermisse die Ex. Unglaublich, ich könnte mir selbst dafür eine reinhauen. Mhm. Vor allem, ja, du hast ja andere jetzt beim Boxen, die es für dich erledigen. Vor allem das Unverständnis, warum. Wie du so schön sagst, sind so viele rote Fahnen vorhanden wie auf einem SPD-Parteitag. Ich weiß auch, dass ich das nicht wieder will. Und trotzdem schwirrt sie mir im Kopf herum. Okay, jetzt würde ich sagen, komplette systematische Desensibilisierung. Oder ist eigentlich das falsche Wort. Desensibilisierung ist es nicht. Es ist systematisch komplett aufzuräumen mit dieser Frau. Komplett. Wäre jetzt erstmal meine erste Empfehlung. Ich werde mal schauen, ob ich die noch korrigiere, weil noch ein paar Sätze kommen. Aber prinzipiell würde ich sagen, du hast hier ein Virus auf deinem Smartphone. Eine bösartige Software. Diese bösartige Software, wenn du das auf deinem Handy hättest, würdest du nicht zögern, alles zu unternehmen, dass du befreit wirst von diesem Intruder. Dieser bösartigen Software. Du würdest alles tun. Du würdest nicht sagen, ja, aber die Bildchen, die da aufploppen, obwohl ich eigentlich YouTube gucken will und Werbung für Pornoseiten, weiß der Henker, was da passiert. Ja, und die Daten, die mir gestohlen werden. Irgendwie ist es doch süß. Irgendwie finde ich den chinesischen Hacker, der hier meine Identität stiehlt. Ja, wahrscheinlich ist er ja ganz nett. Weißt du? Das wird doch kein Mensch denken, wenn wir denken, diese Wichser ruinieren mir hier mein Smartphone. Das Problem ist deine Bindung an diese Frau und diese Bindung ist zu deinem Schaden.
Ganz einfach. Bindung ist zu deinem Schaden. Sie birgt nichts Gutes. Und es wird noch dazu kommen, du hast hier geschrieben, eine neue Frau ist in dein Leben gekommen. Jetzt gehen wir mal einfach mal davon aus, dass es eine gute Frau ist, was auch immer das sein soll. Ich will das mal als Arbeitshypothese stehen lassen. Nehmen wir mal an, sie ist eine gute Frau, sagt nichts dazu. Wir nehmen es einfach nur mal an. Dann hat diese schädliche Software, diese One-Itis in deinem Schädel, das Potenzial, diese Möglichkeit in deinem Leben negativ zu beeinflussen und auch zu zerstören. Und dann hast du ein neues Problem. Oh, jetzt habe ich beide verloren. Ja. Und dann bist du immer weiter in so einer Spirale. Deswegen, da gibt es keine Gnade, gibt es kein Wenn und Aber. Wenn ich es könnte, würde ich mir die Handys von meinen Klienten schicken lassen. Ja, mit PIN. Nicht PIN, genau. Mit einem PIN, mit allem drum und dran, was ich brauche. Dann würde ich das Handy durchgehen, ich würde es komplett, vielleicht biete ich diesen Service irgendwann mal an. Und ich sorge dafür, dass ihr wieder mit diesem Ding leben könnt, ohne dass es zu einer Splittergranate in eurem Verstand wird. Sondern einfach nur noch ein Handy. Aber kein Teufelswerkzeug. Vielleicht biete ich diesen Service irgendwann mal an. Lustig ist, dass sie trotz Facebook-Sperre etc. super über mich im Bilde ist, was ich mache und was los ist. Da siehst du, wie neugierig dieses Stück ist. Neugierig, die würde dich danach wieder schlecht behandeln. Du bildest dir ein liebevolles Gefühl ein. Denke immer schön daran, wie die dich zur Schnecke gemacht hat. Sie inszeniert sich super, schickt mir Bilder, die mich triggern sollen. Ja, sie kann es nicht akzeptieren, wenn sie Orbiter verliert. Das können sie nie. Deswegen, sie muss diese paar Satelliten, die dieses Wrack in ihrem Leben noch hat, muss sie halt bei sich halten. Selbst drogenabhängige Junkies oder Ex-Drogenabhängige muss sie an ihrem Leben halten. Guck mal, also klar, dich, du bist ja ein guter Typ, ne? Irgendwie. Außer du wertest dich so fantastisch ab, ja? Du telefonierst mit mir, was dich so schon qualifiziert für einen der 3%, meiner Meinung nach. Ein Mann, doch, wirklich, ein Mann, der an sich arbeiten will, der auf dem Weg hin zur Selbstachtung und zur Selbstwürde ist, gehört für mich zur, das ist die Premium-Klasse. Ist mir egal, wie du aussiehst. Du kannst 3 Beine und ein Auge haben. Es ist mir egal. Dein Mindset schwebt über denen von anderen. Vielleicht jetzt noch nicht. Aber weil du diese Bereitschaft hast, ist es wie in dem Beitrag, diesem sehr alten Beitrag von mir, wo ich sage, vielleicht triffst du nicht, aber du musst zielen. Und hier zielst du. Du zielst. Du kannst daneben schießen, aber wehe, du hörst auf zu zielen. Dann hau dir in die Fresse. Ziele. Und wenn du Zeit mit dieser Punze verschwendest, zielst du nicht. Du zielst nicht. Du blickst wieder zurück. Zurück in die absolute Dunkelheit. Es ist nicht akzeptabel. Ich weiß nicht, wie viele starke Worte ich noch finden kann. Ich glaube, das sollte eigentlich reichen, um dich dafür hingehend aufzuwecken. So, jetzt machen wir weiter. Schick mir Bilder, genauso wie Nachrichten, ob von ihrem Handy oder von einem anderen. Guck mal, wie fertig diese Person ist. Wie wenig die ihren Scheiß zusammen hat. Wie wenig loyal, wie wenig ernstzunehmend. Ja, sie muss andere Handys auch noch nutzen. Die benimmt sich wie eine 12-Jährige auf Crack und hat Kinder. Die Kinder können einem leid tun. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist, ja, toll. Ja, wundert nicht, weil jemand, der sich so benimmt, kann keine gute Mutter sein. Es tut mir leid. Das ist völlig unmöglich. Guck mal, ich bin jetzt so ausgerastet, dass ich fast meine Kaffeekanne umgeworfen habe. So, jetzt gratuliert sie mir, wünscht mir einen schönen Dienst. Drauf geschissen. Ich schaffe es gut, freundlich ungerührt zu sein. Nee, du sollst schaffen, diese Frau aus deinem Leben zu löschen. Wo wohnt die? In deiner Straße? Im selben Ort? Wo wohnt die? Ah, im anderen Bundesland. So, sie wohnt im anderen Bundesland. Sehr schön, das ist doch gut. hat sie ein Auto? Nee, ja, kann sie sich ja nicht leisten. Klar, logisch hat die kein Auto. Die braucht immer irgendwelche Fuckboys, die sie durch die Gegend fährt. Ein paar Betas, Orbiter, White Knights, die brauchst du. So, sie ist im anderen Bundesland, sie kann nicht zu dir kommen. Ideal. Ihr habt nicht denselben Freundeskreis. Nein? Sehr gut, wunderbar. Ideal. Lösch sie aus deinem Leben gründlich. Sonst, also ich meine, das ist die Geschichte bisher. Wenn du die weiter in deinem Leben lässt, wir wissen nicht, was noch passiert. Üble Nachrede, Anschuldigung. Ja, vielleicht, weiß was ich, Gerüchte über dich zu verstreuen. Also ich hänge mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, weil du hast recht, ich kenne sie nicht. Damit, sie hat damit gedroht. Hast du gesagt? Sie hat gedroht, Gerüchte über dich zu verbreiten. Du findest es voll geil, wenn wertlose Frauen dein Leben vernichten wollen. Doch, weil du sagst, ja, ich bin ein. So was sagst du, es steht hier drin. Ich find's, ich hab dich überführt, wo steht's? Und dann redest du dir so einen pseudo-coolen, pseudo-ungerührten Scheiß ein, wie ihre Nummern löschen finde ich kindisch. Nee, du löschst ihre Nummer nicht, weil du an der hängst. Wie das Schaf an der Zitze der Mutter. Das ist nicht cool, das ist Abhängigkeit.
Das ist wie der Raucher, ich höre es. Das ist wie der Raucher, der sagt, ja, ich habe die Zigarettenpackung noch in der Wohnung liegen, ich rauche nicht, aber man kann es ja mal liegen lassen für Freunde. Das ist Selbstbetrug hier. Ja. Na, hör auf mit so einem Scheiß, dich selbst zu hassen. Hör doch auf mit diesem Dreck. Komm. Komm, also mach's nicht noch, also wirklich, ganz im Ernst, das ist völlig unnötig. Du musst dich nicht selber hassen. Du kannst dir selber in die Fresse hauen, das verheilt. Das erlaube ich dir. Nimm Faust, zack, hau dir einmal, nee, bitte auch das nicht. Aber das ist besser als selber hassen, weil Selbsthass hinterlässt Spuren, die nur schwer zu reparieren sind. Selbsthass hinterlässt Spuren, die nur schwer zu reparieren sind. Wunden heilen, körperlicher Selbsthass ist eine Sache. Dein ganzes Leben besteht aus einer Aneinanderkettung von einzelnen Momenten und Augenblicken. Und jeder Moment des Selbsthasses ist Salzsäure in deiner Biografie und zerstört Möglichkeiten in deinem Leben für deine Zukunft. Dein Mindset muss sein Selbstliebe und Selbstachtung. Das kannst du nur etablieren, wenn du dich mit einem Kraftakt von dieser Last befreist. Gegen deinen Wünschen, gegen deine Romantik, gegen egal was. Aber du musst dich mit Macht und mit Kraft befreien. Nummer löschen, blockieren, alles raus, gar nicht schreiben, nicht irgendwie so einen dummen Rotz wie, du, ich habe festgestellt, eigentlich passen wir nicht gut zusammen und es tut mir auch nicht gut. Nee, diese ganze schwule Scheiße, nee, du verschwindest komplett. Und dann soll sie von mir aus irgendwas in die Zeitung schreiben und dann zeigst du an. Es ist mir scheißegal, aber diese Frau verschwindet aus deinem Leben. So, aber wir lesen weiter. Da unten kommt ja auch noch Geld. Die schuldet dir auch noch Geld. Du machst mich fertig, Alter. Du machst mich fertig. So, jetzt gratuliert sie mir. Ich weiß, dass das jetzt einfach unterbunden werden kann, indem ich ihre Nummer und alles andere lösche. Wollte nur einen Kanal offenhalten, weil sie mir noch eine größere Geldsumme schuldet. Ja, jetzt bist du auch noch versklavt. Das Geld hat dich versklavt. Das ist die Kette, die dich an sie bindet. Manchmal glaube ich aber, dass ich mich damit selbst belüge. Ich mache hier so eine kleine Rechnung. Warte mal, ich tippe da was rein. So, sie schuldet dir tatsächlich ein paar tausend Euro. Du wirst nie wieder einer Frau Geld leihen oder von mir aus eine Pizza, aber auch nur dann, wenn sie sich dafür, ne, wieder revanchiert, weil sie das nächste Mal das macht. Oder irgendwie, wenn du das Gefühl hast, du kommst mehr oder weniger bei null raus. Hey, schöner Sex, wollen wir was essen? Lieferando. Aufi, kein Problem. Aber sie soll auch mal irgendwie was in den Korb werfen. Aber niemals eine solche Summe. Die Summe, die ich hier sehe, so oft würde ich dir gerne in den Arsch treten. Das ist einfach wirklich völlig, völlig kranker Scheiß. Völlig kranker Scheiß. Dieses Geld bekommst du einer Frau, die so viel Schulden hat, niemals wieder. Aha, wie machst du das? Sag's mir, weil dann ich habe nämlich auch noch so drei. Nein, ich habe keine Frau, die mir Geld schuldet. Aber wie machst du das? Sag's mir. Aha. Okay. Ich verstehe. Ich habe verstanden. Okay, ist gut. Stopp, langsam. Alles gut. Pass auf. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich wirklich. Das meine ich nicht so. Ich verstehe dich. Natürlich ist es nicht meine Aufgabe, das gut zu heißen. Deswegen telefonierst du nicht mit mir. Ich sag Folgendes. Du wirst nie wieder in deinem kompletten Leben einen solchen dummen Mist machen. Bitte hass dich nicht dafür. Betrachte es als Lehrgeld. Vielleicht hast du an diesen Begriff schon gedacht, in diesem Zusammenhang, das als Lehrgeld zu verbuchen. Womöglich. Bist du abhängig von diesem Geld? Brauchst du es dringend? Okay. Also ich hätte mehr fürs Coaching verlangen sollen. Ich hole mir mal ein Bier. Ach, Gott sei Dank. Okay. Schlau, siehst du? Hör auf, dich selbst zu hassen, du bist sehr schlau. Ja, also an dem Punkt warst du schlau. Okay, nichtsdestotrotz. Also vermutlich möchtest du das Geld nicht zurückhaben aufgrund moralischer Bedenken. Ist es ein Dauerauftrag? Okay, wie viel überweist du dir monatlich? Also jetzt erstmal, ich will sie dadurch nicht loben, weil, Entschuldigung. Wie gesagt, es ist, genau. Der Wille scheint da. Okay, gut. Jetzt aber nichtsdestotrotz. Ich stelle trotzdem dieselbe Rechnung auf, die ich vorher schon, bevor ich das Plädoyer von dir gehört habe, was ja auch richtig ist. Es ist in Ordnung. Die Würde würde ich dir gerne retten, indem du diese Frau aus deinem Leben löschst. Allerdings bekommst du dann nicht mehr monatlich diese Zahlung von ihr, die, sage ich mal, jetzt nicht ganz gut meinst. Du hast gesagt, du bist nicht von abhängig, aber haben oder nicht haben.
Ne? Also, ne? Das ist so eine Sache. Nichtsdestotrotz stellen wir mal beide Dinge gegenüber. Ich sage immer so, der Mann hat natürlich die Selbstverantwortung zu wissen, was er leisten und was er nicht leisten kann. Deswegen bin ich meistens vorsichtig. Ich habe in den ganz alten Beiträgen immer so etwas gesagt wie, wenn du es schaffst, ihre Nummer zu behalten, weil du keinen dummen Scheiß damit anstellst, dann musst du sie natürlich nicht löschen. Weil, weißt du, ich habe auch alte Kumpel schon total vergessen, die sind noch auf meinem Handy drauf, denke ich, warum eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr, wer der Hannes ist. So, aber es belastet mich nicht, weil ich nicht Hannes die ganze Zeit Dickpics schicken will. Ja, oder wie auch immer, ich will mit ihm Date. Ne? Es führt nicht zu so einem Triggermoment, aber bei dir wahrscheinlich schon. Das heißt, wenn du es nicht schaffst, wenn du Gefahr läufst, wieder eine One-Itis zu rutschen, für mich ist es eine lebensbedrohliche Situation für einen Mann. Aus zwei Gründen. Entweder, ich will dir jetzt nichts einreden. Darum geht's mir gar nicht. Du bist ein proper Typ und ich, ne, wir wollen ja hier nicht vom Ärgsten reden. Aber lebensbedrohlich ist es für dein zukünftiges Leben, weil du dich an eine Frau bindest, ja, die aufgrund ihres Verhaltens und ihrer Auswirkungen auf dich, die du im Moment offenbar schlecht regulieren kannst, weil du dann immer wieder reinrutschst womöglich. Ne? Das Beispiel mit der Mafia, sie zieht dich wieder rein. Das schädigt deine Zukunft. Dein zukünftiges Ich schaut dich gerade an und sagt, Alter, halt die mir vom Hals. Ja. Wie zurück in die Zukunft, ne? Da kommt, wie heißt er? Marty McFly kommt mit dem DeLorean, steigt aus und sagt so, pass auf, lass es. Das ist mehr wert als Geld. Würde ich so sehen. Das ist so meine Sichtweise. Ich verstehe die Problematik, also würde ich sehen. Wirklich 38, wirklich 38. Ja, wirklich 38. War das übertrieben oder wirklich? Okay, die ist ja völlig verrückt. Die ist völlig verrückt. Ich will es gar nicht wissen. Ich will ja heute noch schlafen können. Ich will nicht wissen, was da drin steht. Das muss wirklich total durchgeknallter, irrer Scheiß sein. Um Gottes Willen. Sag's. Die muss weg. Also bitte, wirklich, lösch's. Lösch's. Also von mir aus, wenn du dir irgendwie noch große Sorgen machst, ob die Frau noch irgendwie alle Tassen im Schrank hast, ist es so, Frau wird nie wieder eine Rolle in deinem Leben spielen dürfen. Darf sie nicht. Nie wieder. In 30 Jahren, wenn sie weiß, was ich, spirituell erleuchtet ist und 30 Entzüge gemacht hat und mega clean ist, dann kann sie ja nochmal kommen und dann könnt ihr vielleicht mal um Seen spazieren gehen. Und das ist das höchste der Gefühle, aber ansonsten bleibt die bitte weg. Das ist ein ganz, ganz schlimmer, schlechter Einfluss auf dich und ich habe zu viele Männer gesehen, die wegen so etwas noch tiefer gerutscht sind als diese paar tausend Euro und tiefer gerutscht sind als da, wo du schon warst. Es geht nämlich noch ein bisschen tiefer. Es geht noch tiefer. Es geht noch tiefer. Es geht noch tiefer. Ja, siehst du. Sehr gut. Ja, ich verstehe das. Das ist Bindung. Du hast eine Bindung zu ihr. Und deswegen muss man aufpassen, woran man sich bindet. Und als Mann neigen wir halt zu einer idealistischen Bindung. Das ist, du siehst das komplette Prozedere, was mit Männern passiert, die mit Frauen geschlafen haben. Die binden sich ganz gerne, die werden gelovebombt. Warum sind sie so sehr an die Frau gebunden? Weil unser Gehirn nichts von Kondomen, nichts von hormoneller Verhütung weiß, unser Instinkt. Wenn wir regelmäßig mit Frauen geschlafen haben, dann gehen wir davon aus, dass sie von uns schwanger wurden. Das heißt, deswegen haben wir eine Bindung. Die Natur hat es so schön eingerichtet, die Evolution, dass wir uns um deren Überleben kümmern. Dass deren Überleben, deren Sicherheit, deren Wohlbefinden uns wichtig ist, weil sie ja unser genetisches Material auch mit sich spazieren trägt. Obwohl es nicht so ist, instinktiv bist du aber so programmiert. Sonst würden wir nicht idealistisch lieben als Männer. Sonst würden wir es nicht tun. Es gibt keinen anderen vernünftigen Grund. Ich bin vollständig davon überzeugt. Das heißt, diese Bindung basiert auf einer Illusion, die es nicht gibt, nämlich gemeinsame Kinder. Die gibt es nicht. Deswegen ist es eine Scharlatanerie. Das wäre so, als würdest du glauben, dass Star Wars real ist. Nur weil du einmal im Kino warst. Nee, ist nicht real. Geh aus dem Kino raus. Ja, atme frische Luft. Wenn dir das Geld egal ist, scheiß es in den Wind. Vielleicht tut sie es dir trotzdem überweisen, weil sie denkt, besonders ehrenhaft sein zu müssen. Das wäre gut. Wenn sie es nicht tut, würde ich sagen, es ist egal. Kein Geld der Welt ist es wert, dass du in diese Hölle immer abrutschst. Nee. Ich möchte dir wirklich von Herzen dringend raten. Wirklich. Ich habe wirklich zu viele Männer. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich es betonen soll. Die waren alle irgendwann mal an einem Punkt, wo sie gesagt haben, na ja, das arme Mädchen. Ja, das schaffe ich schon. Ja, ich bin schon resilient. Die waren alle an dem Punkt. Wozu diese ungefilterte, ungebremste, idealistische Liebe des Mannes in der Lage ist, sich selbst zu töten oder andere.
Deswegen ist es per se nicht gut. Das ist nichts Heiliges, es ist nichts Gutes. Es ist nur gut, wenn was? Wahre Liebe mühelos ist. Und das hier ist nicht mühelos. Das ist Jaucheschaufeln am laufenden Band. 38 Sprachnachrichten einer drogenabhängigen Single Mom mit vielen Schulden. Bitte, du kannst sie nicht retten. Es ist nicht deine Aufgabe. Das Leben ist hart. Manche zerbrechen, manche nicht. Ich möchte dich bitten, bitte zerbrech nicht daran. Rette dich. Ich mein's ernst. Ich mein's wirklich so, wie ich sag. Rette dich. Rette dich. Wirklich. Nur du kannst das machen. Wie gesagt, ich will niemandem was einreden, aber es gibt Ursachen und Wirkungen. Und du tust in jedem Augenblick eine Ursache für dein zukünftiges Leben setzen. Und wenn du da drin bleibst, wirst du bestimmte Ausfahrten in deinem Leben nicht mehr nehmen können, weil du sie verpasst. Oder noch schlimmer, weil du sie nicht mehr erkennst als günstige Ausfahrten, weil du glaubst, nur diese Scheiße steht dir zu. Und das ist fürchterliche Selbstabwertung. Auf gar keinen Fall. Lass es nicht zu. So, ich lese noch den Rest vor. Manchmal glaube ich aber, dass ich mich damit selbst belüge. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mit einem kompletten Löschen aus meinem Leben auch etwas Einzigartiges und Besonderes aus meinem Leben verschwindet. Ach, so eine Rotze. Gut, du hast es geschrieben, du sagst, du hast nur das Gefühl, einzigartig und besonders ist ihre Kombination aus Drogensucht. Ja, 38 Sprachnachrichten dir zu schicken, wie eine völlig durchgeknallte. Dich abzuwerten, etwas Liebe zu nennen, was diesen Begriff nicht verdient. Dich zu betrügen. Ja, mit Orbitern herumzuspielen, wie es ihr gerade passt, ihren Solipsismus und ja, Hilf und schutzlose Männer ins Verderben zu reißen mit ihren Beurteilungen und Abwertungen dieser Männer. Ja, und selbst das wäre nicht einzigartig und besonders. Da gibt's eine ganze Reihe anderer Frauen, die ich ja in vielen Gesprächen schon so kennenlernen durfte indirekt. Ne? Und da wird mir immer schlecht und ich habe das Gefühl, nach diesem Gespräch duschen zu müssen. Nur weil ich dieser Frau so nahe gekommen bin. Und da kommt, wie ich meine, die One-Itis ins Spiel, ganz genau. Aber die One-Itis, ich finde das Wort manchmal schon fast zu süß. Es klingt wie so ein kleiner Vogel. Na, One-Itis, ne, wie geht's? Das ist nicht One-Itis, das ist Sauron. Das ist keine Ahnung, was das ist. Das ist wirklich eine Form von Teufel, von Dämon, von Besessenheit. Ich wünsche mir mein Denken, mein Mindset, genau, und Wissen von letztem Herbst zurück, wie unzufrieden und enttäuscht ich war. Ich hoffe, ich konnte dich dran erinnern. Ich hoffe, ich konnte dir mit deutlichen Worten dich warnen. Vor der großen Gefahr, der du dich aussetzt, weil du hast nur, guck mal, heute haben wir den 28.02.2022. Morgen ist März, ne? Der Februar hat 28 Tage. Diesen 1. März 2022 gibt es nur einmal in deinem Leben. Und diese ganzen Tage, die noch folgen werden in deinem Leben, sind nicht viele. Ich habe mal eine Grafik auf Instagram geteilt, da hat mal jemand für jeden Monat des Lebens so ein Quadrat gemacht. Das sind nicht viele Quadrate, die da zusammenkommen. Die passen alle auf ein DIN A4-Blatt. Und dann bekommt man Respekt davor, wie wenig Monate im Leben man eigentlich hat. Ich meine, rechne mal 70 mal 12. Das sind nicht viele Monate. Und wenn wir dann noch schauen, wie viele Tage sind es, und dann solltest du eine Besorgnis entwickeln vor den Tagen deines Lebens, die abgeschnitten werden von den Zeigern der Uhren, wird von deinem Leben ständig etwas abgeschnitten. Du hast keine Zeit für so etwas. Wenn es nur Zeitverschwendung wäre, wäre es nicht so schlimm. Es ist aber nicht nur Zeitverschwendung, es ist wirklich krasse Schädigung, sich mit so einer Person zu assoziieren. Du bist niemand, der sie retten kann und nicht retten sollte und das bitteschön auch noch nicht einmal versuchen sollte. Rette dich. Auch das Hinhalten, das Offensichtliche am Haken hängen und zappeln lassen und der echt respektlose Umgang mit mir. Da hast du es, das ist der Satz. Ne? Hämmer ihn dir in den Schädel rein. Aber da scheint meine Schmerzgrenze noch nicht erreicht zu sein. Das ist der Idealismus. Wir glauben, uns opfern zu müssen. Wir werfen uns in die Sperre für unsere Familie, selbst wenn die Sperre von der Frau abgeschossen werden, mit der wir gar keine Familie haben. Es ist irrational, es macht keinen Sinn. Hier gibt es nichts für dich zu holen, nichts für dich zu gewinnen, außer Schmerz. Raus da. Das war mein Coaching für dich. Hast du noch eine Frage? Gut, Bruder. Freut mich, Bruder. Also, glaub nicht an sie. Glaub an dich. Lösch sie. Wenn du ihr noch was schreiben willst, verbiete dir mehr als zwei Sätze. Verbiete dir mehr als zwei Sätze, weil drei wäre schon zu viel Investment, um sich von so etwas zu lösen. Und danach löschst du sie auf allen Kanälen. Und es fällt mir schwer, das zu sagen, aber scheiß aufs Geld, weil das Geld ist nicht so viel wert wie dein Leben. Raus mit ihr. Bitte. Und wenn wir auflegen, machst du es sofort. Gut. Ja, kannst du machen. Also Bruder, glaub an dich, glaub an den Prozess. Der ist für dich besonders hart, kann ich mir vorstellen. Aber du wirst bald wieder leichter atmen können. Und wenn du sie gelöscht hast, dann versuche nicht wieder an die Daten von ihr zu kommen. Das Problem ist, du kennst nämlich ihren Namen.
verbiete es dir. By pain of death, sagt man im Englischen. Bei der Androhung von Todesstrafe verbiete ich es dir. Du solltest eher dich in einen feurigen Schlund werfen, mit Eisenhaken am Boden, die dich aufspießen, als irgendwie nochmal Kontakt zu dieser Frau aufzunehmen. Gut. Los. Leb ein neues Leben. Sehr gerne, Bruder. Hat mir Spaß gemacht. Los. Leb ein neues Leben. Tu es. Ja. Nicht lange mit mir reden. Wir haben alles gesagt. Wir legen jetzt auf. Glaub an dich und den Prozess, Bruder. Mach's gut. Alles Gute. Ciao. Leb ein neues Leben. Thank you.
Los, leb ein neues Leben.